Ja, weiter geht's heute im FIFA mit dem nächsten Duell. TSG Hoffenheim, der nächste Gegner. Und ja, mal gucken, ob wir oben uns in der Spitzengruppe halten können oder dann so langsam runtergeht. Das Spiel haben wir verloren mit 2-1 in Frankfurt. Jetzt Hoffenheim und dann geht's im DFB-Pokal weiter. Genau, Chavez holt sich Lasse Meier für 2,1 Millionen. Eigengewächs, Torjäger in der dritten Liga, danach kaum noch berücksichtigt, geht jetzt für 2,1 Millionen raus. So, jetzt kann ich mal gucken, ob ich nochmal einen Verteidiger verpflichtet bekomme. Auf der Transferliste. Geblockt. Und macht, da ist auch irgendwo. Wunschliste, Raul, jetzt muss ich noch mal kontaktieren. Warum ich kann. Ach, der geht ja noch gar, der geht ja jetzt auch gar nicht, ne? Das der Meier geht ja jetzt in der Winterpause. Okay, dann darf er noch ein bisschen bleiben. Naja, kümmern wir uns erstmal um das Spiel gegen die TSG. Auf geht's. Beide unsere Stürmer haben im letzten Spiel nicht getroffen. So kann man auch schon mal loslegen. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Ich bin wie gewohnt Wolf Fuß. Zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Und ich glaube, heute wird niemand enttäuscht werden. Erwartungen sind groß und das sind einfach Mannschaften, die wissen, wie sie mit diesen Erwartungen umgehen können. Spannende Geschichte hier, Wolf. Ich denke, beide sehen das als wichtige Aufgabe. Beide wollen überzeugen. Beide wollen den Sieg. Genau so ist es. Mal gucken, die Frage, welches mal. Aber jetzt, wie gesagt, uns oben in der Spitzengruppe halten können mit dem Sieg. Oder ob wir jetzt so langsam ins Mittelfeld abrutschen. Wie gesagt, in erster Linie geht es mal nur um den Klassenerhalt. Wir haben 16 Punkte auf dem Konto. Wir spielen momentan wirklich eine gute Saison. Es ist jetzt Spieltag Nummer 9. Wir sind jetzt 2,0 Punkteschnitt. Mal schauen. Noch tut es nicht weh. Wenn wir jetzt so 4, 5 Spiele hintereinander verlieren, so langsam Richtung Abstiegskämpfe Kampf gehen. Aber solange wir über dem Strich bleiben am Ende, ist alles in Ordnung. Keiner hat erwartet, dass wir Meister werden in der ersten Saison. Mein Ziel ist es, mit dieser Mannschaft so weit zu kommen, bis das neue FIFA rauskommt oder wir alle Titel haben. Mal gucken, was wahrscheinlicher ist. So, auf geht's. Gleich in die in die erste Hälfte. In das zweite Spiel dieser Aufnahmesession. Das letzte Spiel habe ich hab ich auch noch gemacht. Also ich werde so 4, 5 Es Spiele kann meistens machen. Losgehen. Anstoß Hoffenheim. Pro Session. Je nachdem, was es passt. Was die Zeit bringt. So, dass quasi das fast jeden Tag gut. Eine Folge kommt. Das passiert nicht immer. Es muss halt zeitlich irgendwo passen. Oskar. Becker. Ja, Schiri, das war doch nichts. Die Schiedsrichterin gibt den Freistoß. Das war doch ja nicht, wofür? Ich habe doch normal nur Ball geholt. Posch. Melero. Becker. Zugemacht, ganz souverän, tolle Szene. Kramaric. Blockt den Schuss erstmal ab. Den Ball hat er. Marvin Piri. Es ist eng an der Spitze. Richtig eng. Und das wird natürlich keine leichte Aufgabe heute. Sie wissen, dass sie weiter punkten müssen, um dran zu bleiben.
Da ist er da. Schade. Er steht gut und ich dachte, ich komme da vorne mal dran. Mal durch. Kader Rabeck. Luka Jovic. Jovic. Und Staphylides. Ja. Das gut macht. Eckloff. Jetzt ist er vorbei. Über die rechte Seite. Eckloff. Spiel das Ding nochmal klar. Es war gegen Frankfurt schon. Ich wollte ihn auf X. Er ist der beste Torschütze dieses FUT-Vereins und von daher spielt er eine wichtige Rolle, eine zentrale Rolle, keine Frage. Den brauchen sie, nicht nur heute. Jetzt müssen sie aufpassen. Pass wird abgefangen. Ah, es gibt Abschluss. Das war eng, aber er hat ihn. Nächster Gegner. Nächster Gegner, wie gesagt, ist DFB-Pokal. Dann gibt es gegen Oldenburg. Morgala erstmal. Wir haben hier gut das macht. Erste Tor für Dortmund. Neuer Spielstand damit 1:0. 21 Minuten sind gespielt. Dortmund-Leverkusen. Interessante Info. Dankeschön dafür. 1:0. Gerade reingekommen als das Ergebnis. Das könnte was werden jetzt. Aubameyang. Vielleicht die Chance jetzt. Aubameyang. Da ist er doch. 1:0. Bayreuth. Stark gemacht. Die Dinger hat er einfach drauf. Unwiderstehlich drischt er den Ball. Einfach mal probiert. Ein Strahl. Also dafür brauchst du schon eine ordentliche Schusstechnik. Der Kapitän mit dem 1:0. Tor Nummer 3 für ihn in dieser Saison. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Entschuldigung. Staphylides. Staphylides, ja, also ich habe auch langsam festgespielt, da hinten auf der linken Seite. Jetzt Aubameyang. Da hat er Verteidiger den unseren Spieler ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Luka Jovic. Becker. Gemacht er. Ah! Schade. Oh, ja. Fehler da in der Verteidigung. Nichts machen. Und 1:1. Absolutes Luftloch. Oscar 1:0. 1:1. Da habe ich ein schönes Luftloch hinten gezogen, glaube ich. Schöner Alleingang. Den ja, hier, der sitzt ungestüm rausgekommen, Perry. Und dann ist es das 1:0. Dann ist das Tor nicht mehr zu verhindern. Ja, 1:1, Entschuldigung. Und damit alles auf Anfang, es steht 1:1. Ja, ich muss jetzt gerade gucken. Gute Pässe jetzt. Staphylides. Sagt mal kurz. Ah, schade. Machen Sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Erstmal keine Gefahr mehr. Schade. Luka Jovic. Jawohl, gut gemacht, da. Schnell rup. Aubameyang. Der Ballverlust jetzt. Schade. Sie machen schon sehr früh Druck. Luka Jovic. Viel Platz für den Konter jetzt. Gut, Morgala da. Ja, schade. Nur eine Minute noch nach. Gut abgefangen. Wieder so ein Fehlpass. Jovic. Geht dazwischen. Andrej Kramaric. Jovic. Ja, kommt. Es wird auf jeden Fall noch eine Karte geben. Papat. Und jetzt ist Pause. Das wollte ich eigentlich haben, dass ich da ein bisschen, dass ich in die Pause komme. Irgendwie. Ich muss jetzt gucken, dass ich da rankomme. Hoffentlich bin ich stark besetzt vorne. Da war die 1:0 eine Chance gehabt, das 1:0 gemacht. Ja, ein Landergebnis interessiert mich gerade herzlich wenig. Die gelbe Karte gab es übrigens noch natürlich. Weiter geht's, wir gehen rein in Durchgang 2. Das ist auch zu Recht, meiner Meinung nach, weil es war ein Foul.
Aubameyang. Ja, das ist das Problem. Ah, Mann. Sie machen es gut. Sie stellen es immer wieder gut zu. Und tun uns dann und bringen uns dazu, den Fehler zu machen. Da ist er da. Zafelidis. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Im Signal Iduna Park gibt es einen Torerfolg. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer. Ja, warte mal. Für Borussia Aubameyang nochmal. Emre Can ist der Torschütze. Ja, da stand er genau richtig. Den Ball konnte... Tor! Zähl da setzt sie sich durch und dann kommt dieser Flugkopfball. Jetzt passt es doch. Da hat die Hoffenheimer Defensive dick geschlafen. Ähnlich wie gegen die Hertha. Da macht er auch ganz, ganz wenig, sehr, sehr viel. Dann ist es Aubameyang, der da viel zu frei steht. Oder was viel zu machen hat. Und das war Dutcher, der da den Nummer 3 Kaderabek weg. Sich ohne Probleme durchsetzen kann. Schneller, gedankenschneller ist. Reingeht. Flugkopfball. 2-1. Für uns. Hoffenheim ist in Rückstand geraten. Nun geht es hier weiter. Nehme ich so. Ah, schade. In der Volkswagen Arena ist was Sterner, gut gelöst da. Alle Infos gibt es jetzt im Studio. Ja, wir und dann ist es Aubameyang. Vielleicht nochmal jetzt im Momentum nutzen. 3-1. Unaufhaltsam. Gleich der nächste Treffer. Und Tor Nummer 4. Zwei Toren vorne. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst ja, das ist es halt. Einfach mal. Und hat da vorne einfach einen drin, der macht den Tore. Und da gibt es nichts mehr zu halten. Posch kann nicht folgen. Geschlimmst ihn. Einmal kurz vorbei. 3-1. Doppelschlag. 3-1 heißt für die Bayreuther. Entschuldigung, dass wir diese Info vom anderen Spiel kurzfristig abbrechen mussten. Torerfolg also für Union Berlin. Und ja, der neue Spielstand heißt damit 1-1. Union gleicht aus. Vielleicht auch eine Verwarnung. So. Und er geht nochmal so rein, obwohl er schon gelb hat. Aber er hat Glück, es gibt nur Freistoß. Mogala muss jetzt ein bisschen aufpassen. Staphylidis. Super gelöst, da Staphylidis. Das hat er Weltklasse gemacht gerade. Das könnte was werden jetzt. Schellerop, der Torschütze. Das könnte gefährlich werden. Und 3-4-1. Ein Seitfallzieher, wie man ihn nur ganz, ganz selten sieht. Das war eine fantastische Aktion. Und es ist Hegloff. Man tut der TSG gerade sowas von richtig weh. Nochmal dieser Treffer, da ist die Flanke. Und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. Keine Chance für den Keeper da. Rein ins Glück. 4-1. So, jetzt können wir mal ein bisschen durchwechseln, bevor ich hier irgendwie doch noch einen Platzweis kriege. So. Ja, ich glaube, es ist viel gelaufen. Das ist eine drei Wechsel gleich. Für Sie. Und jetzt sehen wir die. Und Lasse Meier wird auch kommen, ja, wie gesagt, im Winter ja gehen wird. Dann geht es zu Hause gegen Bayern München. Und klar, da wollen sie sich natürlich durchsetzen. Ja, schade. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Oscar. Der Torschütze zum Ausgleich. Oliver Torres. Minks. Stefan Posch. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. So, mal gucken, was jetzt noch die Truppe da zu tun. Ja, Handspiel. Freistoß. Handspiel. Sie geht Mogala jetzt auf den Platz. Jetzt kommt hier richtig Bewegung rein. Es wird gleich dreimal gewechselt. So, jetzt geht er raus. Novoa raus, Meier rein. Novoa hat er ohne Tor. Gutes Tackling. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Schiri, der hat doch nichts. War doch gar nichts.
Nee, war jetzt kein... will er nochmal neue Impulse setzen. Zwei neue Spieler kommen. Ach man, Schiri! Und vielleicht noch mehr? Du pfeifst jetzt gerade der komplett alles durch da kaputt. Die kurze Variante jetzt. Ballgewinn hier. Und Aubameyang. Aubameyang. Schönes Ding. Auf Eckloff. Schelde Rob. Ah, der kann nichts machen. Das war wichtig. Kommt da nicht vorbei. Im Signal Iduna Park gibt es einen Torerfolg. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Leverkusen. Der neue Spielstand lautet damit also 2-1. Gespielt sind 83 Minuten. Interessante Info. Dankeschön dafür. Ja, ich denke mal, das passt dann so. Die Chance auf den Konter. André Kramaric. Das ist abseits, als er zu früh gestartet. Abseits Petersen. Rote. Jetzt Obermeier. Und dann ist es Lasse Meier, der noch aus dem Tor macht. 5-1. Vier Tore Führung. Also das Ding ist durch. Erstes Bundesliga-Tor für ihn. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Ja, gut gespielt wirklich. Das war, aber Hoffmann hat es viel unter Probleme gestellt. Die haben gute Offensive, haben gute Aktionen gehabt. Schlusspfiff. Ja, Lasse Meier, ja, das ist das Bundesliga-Tor, klar. Sind die Gastgeber. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Wow. Hoffenheim 1-5. Ein Spieler, der heute sehr aktiv war. Das war natürlich auf jeden Fall Pierre-Emerick Aubameyang. Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Ja, passt. Sitz, passt, wackelt das an Luft. Was werden jetzt? Auf jeden Fall gutes Interview. Jetzt können wir auch ein Interview wieder machen. Gucken wir mal auf die anderen Spielergebnisse. Ist doch gar nichts. Okay, Bayern. Ja, gerade nicht gezeigt, aber sie haben 6 Punkte Rückstand, klar, mindestens. Zunächst mal danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns gekommen sind. Grandioser Auftritt. Ja, ich hätte auch nicht erwartet, dass wir so in der Höhe gewinnen. Wir werden es versuchen, natürlich. Und damit können wir so ein bisschen uns wieder stabilisieren, nach dieser Niederlage in Frankfurt. Dann gehen wir mal aufs nächste Spiel schon. Nächster Gegner ist nämlich der VfB Oldenburg. Und da können wir vielleicht sogar den einen oder anderen Star schonen. Weil ich denke, da sollten wir eigentlich durchaus, ja, Pokal, eigene Gesetze, etc. ist aber eigentlich möglich, dass was weiterkommt. Gut, das sehen wir uns dann aber in der nächsten Folge an. Morgen um 14 Uhr, wenn ihr wieder Bock drauf habt, auf FIFA, dann das Duell in Oldenburg mit dem DFB-Pokalspiel.